Der 18. April 1906. Die Bewohner San Franciscos werden brutal aus dem Schlaf gerissen. Der Beginn einer großen amerikanischen Katastrophe. Häuser zerfallen und reißen die Bewohner in den Tod. Hunderttausende werden obdachlos. Feuer und politische Fehlentscheidungen fordern weitere Menschenleben. Eine der schönsten Metropolen der USA versinkt in Schutt und Anarchie. Verschwinde hier! Selbstlose Retter kämpfen verzweifelt um jedes Haus. Andere kämpfen um Macht und Geltung. Sir, wir müssen noch mehr Häuser sprengen. General, hören Sie auf damit! Ich verliere meine ganze Stadt! Durch menschliches Versagen wird ein Beben zum Jahrhundertdrama. San Francisco, einst eine kleine Grenzstadt, bis zum Goldrausch. Die Stadt explodiert, obwohl man weiß, die Gegend ist nicht ungefährlich. 1865 war die Hälfte der Stadt nach einem schweren Erdbeben abgebrannt. Jetzt, im Schicksalsjahr 1906, ist San Francisco die größte Stadt des Westens mit 400.000 Einwohnern. Ein Schmelztiegel von Menschen aus aller Welt, der auch seine dunklen Seiten hat. Lasst mich! Ich hab euch nichts getan! Du rattenfressender Chinese! Lass dich bloß nie wieder hier blicken! Rassismus. Vor allem gegen chinesische Einwanderer. Und Kriminalität. Überall brodelt es wie in einem Kessel, der bald überkocht. San Francisco war ein ziemlich kriminelles Pflaster. Es gab etwa 3000 Prostituierte, die im Hafengebiet regelmäßig ihre Freier verschleppten. Dutzende von Männern landeten als unfreiwillige Matrosen auf Segelschiffen. In vielen Stadtteilen wimmelte es von Räubern und Dieben. Wer dort wohnte und das Haus verließ, riskierte sein Leben. Dabei gehen die kriminellen Machenschaften nicht immer von den Ärmsten aus. Vom Polizisten über die Händler bis hin zu den Politikern. Jeder will auf seine Art am Goldrausch mitverdienen. Korruptionsskandale machen auch vor dem Rathaus nicht Halt und betreffen sogar den Bürgermeister persönlich. Eugene Schmitz war eigentlich Musiker und Dirigent am Columbia Theater, bevor er zum Bürgermeister San Franciscos gewählt wurde. Sie nannten ihn den hübschen Gene. Er war 1,80 groß, hatte einen festen Händedruck und besaß die Fähigkeit, sich die Namen aller Personen zu merken, die er traf. Er hatte eine charmante Persönlichkeit und diese Eigenschaft nutzte er, um an das Geld anderer zu kommen. Doch jetzt ist der Bürgermeister ins Visier einer großen Korruptionsuntersuchung geraten. Es wird eng für ihn, wenn nicht bald etwas Unerwartetes geschieht. Bürgermeister, Mr. Schmitz. Der Herr Stadtrat. Welche schlechten Nachrichten haben Sie heute? Ich hoffe, dass Sie sich auf den Untersuchungsausschuss vorbereitet haben. Die Presse hat nur darauf gewartet. Gene, es geht um Ihre Wiederwahl. Aber Sie könnten auch im Gefängnis landen. Ich bin in 2 Stunden zurück, dann besprechen wir, was zu tun ist. Danke, Stadtrat. Während Bürgermeister Schmitz in die eigene Tasche wirtschaftet, kämpft Feuerwehrchef Sullivan seit Jahren vergeblich um die Modernisierung der Löschzüge. Wehe, wenn ein größeres Feuer ausbricht. Okay, lass uns das Zeug rüberziehen. Am Abend des 17. April 1906 geht die gehobene Gesellschaft in die Oper, nicht ahnend, was in der Nacht geschehen wird. Auf dem Programm steht Georges Bizets Carmen mit dem Star-Tenor Enrico Caruso in der Rolle des Don José. Caruso ist heute erst in San Francisco angekommen und will schon bald wieder abreisen. Es ist das größte Ereignis der Saison und lockt Richter, Neureiche und Goldbarone an. Währenddessen lässt sich der exzentrische Star hinter der Bühne den Hals kühlen.
Caruso macht sich Sorgen, denn in seiner Heimat ist der Vesuv ausgebrochen. Familie und Freunde sind in Gefahr. Mehr Reis, prego. Pause. Die Gäste treffen sich im Foyer. Unter ihnen der deutsche Fotograf Arnold Gente. Nein, großartig, ohne Frage. Ich würde mich sehr wundern, wenn dieser Jubel nicht bis nach Pisa vordringt. Wer weiß? Wenig später wird Gente alles verlieren. Das ist mein Haus! Kann schon sein. Ich werde mich über Sie beschweren. Alles, was er sich mühsam aufgebaut hat. Auch der Journalist James Hopper ist unter den Zuschauern. Er hat den Auftrag, über Caruso zu berichten. Sein Talent als Schriftsteller wird jedoch erst nach der großen Katastrophe entdeckt. Er beschreibt sie in seinen Tagebüchern. Ist da noch irgendjemand drin? Für den begeisterten Hopper war Carusos Auftritt der Höhepunkt menschlicher Emotionen. Wenn ich heute darüber nachdenke, muss ich fast lachen. Der Abend neigt sich dem Ende zu. Die Nacht scheint friedlich. Nur die Haustiere werden plötzlich unruhig. Aber niemand achtet besonders auf sie. Auch nicht im Hause der Dalbergs, wo eine Frau in ihren Wehen liegt. So, ab ins Bett. Komm schon. Plötzlich bebt die Erde. Bernard Dalberg versucht, seine Kinder in Sicherheit zu bringen. Vielerorts bricht Feuer aus. James Hopper wird in seinem Zimmer im Neptun-Hotel förmlich aus dem Bett geschleudert. Das Beben begann mit einer Direktheit, einer solch wilden Entschlossenheit, dass keine Zweifel über seine Absichten bestanden. Arnold Gente wird in seinem Studio überrascht, wo er übernachtet. Er muss tatenlos zusehen, wie alles zerstört wird. Später erinnert sich der Fotograf: Wenn ein Haus so zittert und bebt, dachte ich, dann muss irgendwann die Decke einstürzen. Nicht ganz San Francisco wird gleichermaßen vom Erdbeben betroffen. Teile der Stadt liegen außerhalb des Epizentrums. Aber wo das Beben wütet, begräbt es die Menschen unter dem Schutt der zusammenfallenden Häuser. In Downtown, südlich der Market Street, sind die Dalbergs eingeschlossen. Eine verrammelte Tür hindert sie an der Flucht aus der brennenden Wohnung. Kommt raus! Raus hier! Beeilt euch! Raus hier! Das lockere Fundament hat nachgegeben. Dalbergs Haus liegt schief. Tür und Wände hoffnungslos verkeilt, die Familie gefangen. Wenige Kilometer entfernt in Chinatown stürzen Tempel und Holzhäuser ein. Auf wundersame Art wird der 15-jährige Chinese Hu Liang von seinem Vetter gerettet. Ich habe fest geschlafen, als mein Bett plötzlich zu schaukeln anfing und Teile der Decke herabfielen. Ich träumte, auf einem Boot zu sein und hatte Angst zu ertrinken. Nach etwa 20 Sekunden entlässt das Beben die Menschen aus seinen Klauen. Niemand macht sich zu diesem Zeitpunkt ein Bild vom Ausmaß der Zerstörung. Doch ist es wirklich schon vorbei? Das Schlimmste überstanden? Ich bemerkte eine große Stille. Kein Rufen, kein Laut. Nicht ein Schluchzen. Eine furchtbare Stille. Die Ruhe ist trügerisch und nur von kurzer Dauer. Flammen schlagen aus Dalbergs Haus. Doch in letzter Minute kommt Hilfe. Mutige Nachbarsjungen eilen herbei. Ihnen gelingt es, die verkeilte Tür mit Gewalt aufzubrechen. Okay, nichts wie weg hier. Dalbergs Frau und das während der Katastrophe geborene Kind haben überlebt.
doch sie brauchen ärztliche Versorgung. Danke, danke, danke. Wenige Kilometer nordöstlich hat auch Yu Liang das Unglück zunächst überstanden. Aber nach dem Verlassen seiner Wohnung steht er vor dem Nichts. Ich habe alles, was ich besaß, in eine alte Truhe gelegt und mich draußen auf die Straße gesetzt. Wie sollte es jetzt weitergehen in diesem Chaos? Bereits 10 Jahre vor dem Beben war der Andreasgraben kartografiert worden. Eine gefährliche Spalte zwischen zwei